So Leute, willkommen zurück zu Demon Survive. Wir haben beim letzten Mal mit Minoru und Saki ein bisschen geredet. Und jetzt wollen wir aber nochmal mit Minoru reden, damit er ein bisschen mehr Vertrauen fasst. Ich versuche immer noch, dass du mit Agumon reden willst, aber du willst nicht. Nein, da rede ich eher nochmal mit Kaito. Ja, aber du könntest mit Agumon reden, dann kriegt das Minoru mit. Wie gut du dich verstehst mit deinem. Sag mal her, ja, ich habe immerhin 10 Zuneigungen zu Kaito, okay. Da muss noch ein bisschen mehr gehen. Ich habe zu Saki recht viel. Hab ich nicht gedacht. Ja gut, die belauscht du ja die ganze Zeit und die ist so ein bisschen in dich verliebt, immer noch. Ich habe selbst bei Mio mehr Zuneigung als bei Kaito. Aber gut, Kaito ist halt auch selbstständig. Ich rede immer mit den Leuten, die Hilfe brauchen. Vielleicht braucht er das, dann willst du nicht zeigen. Ich rede jetzt erstmal mit Minoru. Sind das Minoru und Falcomon? Ich hoffe, sie raufen sich wieder zusammen. Komm schon, Minoru. Misstraust du uns wirklich so sehr? Ja, das tue ich. Ich traue keinem einzigen von euch Viechern. Nachdem ich jetzt zweimal das gleiche erlebt habe, wie soll ich euch da noch trauen? Kunemon hatte de facto nichts Schlechtes gemacht. Dann möchte ich dich fragen, wie willst du ohne uns gegen den Feind kämpfen? Ihr seid absolut hilflos, wenn ihr alleine kämpft, habt ihr schon verloren. Bist du so stolz auf deine monsterhafte Stärke? Wie kannst du so herablassend über eine Kraft reden, auf die du dich bisher verlassen hast? Wünschst du dir unbedingt Schmerzen? Wenn du alleine klarkommst, dann bitte. Ach, du hältst dich wohl für einen richtig heißen Macker, was? Das ist gar nicht gut. Ich muss sie aufhalten. Aber wen eigentlich? Minoru ist zwar der größere Streithahn, aber wenn ich nicht zuhöre, flippt er noch mehr aus. Wie auch immer, ich muss was sagen, bevor sie sich an die Gurgel gehen. Ja, jetzt bist du... Ich hätte erst mit Agumon geredet, damit die sehen, wie gut du mit ihm klarkommst. Ach, sie haben ja schon gesehen, wie gut wir mit Agumon klarkommen. Das bringt bei den beiden gar nichts. Ah, doch, das hat vorhin schon mal ein bisschen was gebracht. Also Minoru ihn dazu zwingen, sich zu entschuldigen, das bringt nichts. Erzwungene Entschuldigungen haben noch nie etwas besser gemacht. Er muss es einsehen. Ich rede mal ruhig auf sie ein. Oder? Sie beruhigen? Nee, ich red mal ruhig mit ihm. Ihr geht zu weit. Was willst du damit sagen, Takuma? Das ist ungerecht, dass ich im Unrecht bin? Nein, Mann. Ich finde, ihr übertreibt beide. Wenn das so weitergeht, verletzt ihr einander noch. Da hast du wohl recht. Entschuldigung, Takuma. Wie kannst du nur immer so gelassen bleiben? Hinter jeder Ecke lauert ein Tod. Für dich, für mich, für uns alle. Hast du Angst vor Falcomon? Also ich... Du misstraust ihm nicht aus freien Stücken, oder Minoru? Ich meine, schon, ja. Ich kann einem solchen Monster nicht einfach so vertrauen. Ich bin anders als du, Alter. Du musst erstmal runterkommen. Lass mich bitte kurz allein. Ach nee, ich muss erstmal runterkommen. Lass mich bitte kurz allein. Also gut. Ja, das hat ja gut funktioniert. Nicht. Es hat besser funktioniert, als ich... Also, ich finde, es hat gut funktioniert, weil... Bisher hat er nur blind seine Wut rausgelassen. Und jetzt haben wir ihm quasi direkt ins Gesicht gesagt, deine Angst... Also, du misstraust ihm nicht einfach, bloß du hast Angst. Und da hat er gemerkt, scheiße. Es ist nicht wirklich ein logisches Misstrauen, nicht ein begründetes Misstrauen, sondern es ist einfach Angst. Und da muss er jetzt mal drüber nachdenken.
Ich glaube, das lief gut. Na dann. Ich sag's ja, manchmal muss man den Leuten was aufzeigen. So, und ich will jetzt nochmal mit Kaito reden. Dann mach das. Ich will eigentlich auch nochmal mit Aoi reden, aber ich rede jetzt nochmal mit Kaito. Wo steht Kaito rum? Hier, am Wasserstraßenplatz. Das ist Kaito. Soll ich mit ihm reden? Ja. Aber erstmal mit Dragmon. Alles okay, Dragmon? Wie meinst du das? Ich bin immer in Topform. Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten. Irgendwie bin ich etwas geknickt. Habe ich mir doch gedacht, Kaito ist sehr abweisend zu dir, nicht? Unsere Bindung ist so seltsam. Ich weiß schon, dass er mich nicht wie Dreck behandelt. Ich weiß schon, dass er mich wie Dreck behandelt. Aber ich möchte ihn trotzdem mit voller Kraft beschützen. Ich weiß, was du meinst. Bestimmt würde ich Takuma auch noch beschützen wollen, wenn er mal fies zu mir wäre. Das hilft mir nicht, alles so ernst zu nehmen. Sollte er nicht vor Größeren als mir Angst haben? Größere? Er muss Falcomon meinen, weil Falcomon so ernst und konzentriert ist. Vielleicht nimmt er sich ja auch Minorus Worte zu Herzen. Danke. Behalte das im Hinterkopf. Bitte tu das. Okay, bis später. Dann reden wir mal mit ihm. Vielleicht können wir ihm auch noch ein bisschen helfen. Hey, das sind Kaito und Dragmon. Was haben die beiden wohl vor? Wie sieht es da aus? Auf der Wasserstraße wurde etwas angespült. Aber nur nutzloser Schrott. Moment mal. Was ist denn, Dragmon? Das hier könnten wir sogar benutzen. Boah, du hast recht. Hübscher Fund. Nicht übel, wenn ich das so sagen darf. Und Kaito? Verstehst du dich jetzt wieder mit Dragmon? Wie bitte? Oh Mist. Das erinnert sie vielleicht an den ganzen Streit. Was soll ich machen? Das darf nicht aus dem Ruder laufen. Soll ich mich entschuldigen oder das Thema wechseln oder bei meinem Standpunkt bleiben? Das ist ein Sturkopf. Das Thema wechseln würde ich auf keinen Fall. Eigentlich würde ich mich auch nicht entschuldigen. Ich würde nochmal nachfragen. Dann frag nach. Ich kann nicht ungeschehen machen, was ich gesagt habe. Ich mache einfach weiter. Offenbar versteht ihr euch wieder, genauso wie früher. Lässt einfach nicht locker, was? Das würde ich nicht so sagen. Ja, wir hatten vorher eine starke Bindung. Das habe ich auch nicht gemeint. Vertrauen und Bindung sind mir egal. Ich will nur mit Mio zurück in unsere Welt. Wenn dieses Ding sich jemals gegen mich wendet und Mio in Gefahr bringt, dann würde ich, lass mich mal so sagen, alles tun, um es aufzuhalten. Sieh dir nur Kaitos Gesichtsausdruck an, Takuma, da bekommt man ja Angst. Allerdings, genau wie damals, als er Dragmon gegenüber so explodiert ist. Hör mal, ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um uns machst. Ich werde versuchen, nett zu sein, solange wir Verbündete sind, vorerst. Naja, es hat zumindest Einfluss auf ihn gehabt. Ich weiß nicht, ob positiv, negativ, ich glaube, es war eher ein neutraler Einfluss auf seine Bindung. Ja, also, ist halt schon angekratzt. Ah, die Wasserstraße führt scheinbar noch weiter hinein. Vor uns ist kaum Licht. Wir sollten an die Oberfläche, um uns umzusehen. Was mit der Treppe? Ich will mir so Gegenstände in der Gegend auch angucken. Du hast ja noch eins. Ja, eine lange Wendeltreppe, die führt sicher an die Oberfläche. Ja, da waren wir ja. Dann würde ich tatsächlich nochmal mit Aoi reden, glaube ich. Ich ja? Mit wem hättest du denn geredet? Mit Agumon, ne? Ich würde mit Agumon reden. Nein, wir reden nicht mit Agumon. Kostet uns Agumon derzeit... Ich kann nicht mal mit Agumon gerade reden. Ja, nicht an der Stelle. Guck nochmal. Hier kein Agumon, hier kein Agumon. Es ist immer dabei. Ist egal, wo du hingehst. Es ist immer dabei, aber wenn es nicht
da steht, dann kann ich nicht mit ihm reden. Als Aktion. Bei Minoru? Nee. Da sind nur die beiden. Hier ist noch mit Aoi. Mag Aoi. Und den Leuten ist mir Aoi am liebsten. Ihr zwei, seht ihr euch hier um? Kann man so sagen, eine Mischung aus Suchen und Spaziergang, ehrlich gesagt. Hier ist mir etwas klar geworden. Die Leute hier hatten ein wirklich ausgefülltes Leben. Ja, man erkennt überall Leute waren. Nein. Hey. Jetzt nochmal in richtig. Ja, man erkennt, dass überall Leute waren, hey. Hey Leute, ich habe was Brauchbares gefunden. Oh, stimmt. Gut gemacht, Labramon. Die Suche war erfolgreich. Schätze schon. Die beiden kommen gut miteinander aus. Das ist schön zu sehen. Ich glaube nicht, dass es Probleme gibt, wenn ich nicht eingreife. Ja, das solltest du nehmen, Takuma. Echt jetzt? Aber du hast es doch gefunden. Alles gut. Ich weiß nicht, ob ich das richtig einsetzen kann, wenn wir es brauchen. Als Minoru und Kaito sich gestritten haben, habe ich auch an Labramon gezweifelt. Aber das war ein Fehler. Labramon hat mich immer beschützt. Und trotzdem habe ich mich mitreißen lassen. Und vergessen, Labramon dankbar zu sein. Mann, oh Mann. Aoi wirkt ziemlich betrübt. Ich wünschte, ich könnte sie aufheitern. Sie bereut, an Labramon gezweifelt zu haben. Wobei ihr das egal zu sein scheint. Das muss sie beschäftigen. Wie schaffe ich es, damit sie sich besser fühlt? Machen wir es wieder gut, hätte ich gesagt. Ja. Wenn man was falsch gemacht hat, muss man es wieder gut machen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann tu ab jetzt alles, um es wieder gut zu machen. Es wieder gut machen? Ich glaube nicht, dass Labramon will, dass du dir solche Vorwürfe machst. Das stimmt, Aoi. Ich will dich lächeln sehen. Wenn du mir vertraust und mit mir lernst, gib mir das alle Kraft, die ich brauche. Reicht das wirklich? Ja. Geben wir unser Bestes. Okay, wenn dich das glücklich macht, Labramon? Gut. Ich glaube, die beiden kommen jetzt klar. Ich glaube, die beiden wären auch davor klar gekommen. Ja, vermutlich. Aber ich glaube, die anderen kommen jetzt auch besser klar. Ich glaube, wir haben das gut gemacht. Hier fühle ich mich, als hätte ich die Zeit gut ausgenutzt. Ich muss gestehen, ich hätte direkt als Agumon auswählbar, ich hätte Agumon genommen. Wo er gesagt hat, ich möchte nicht hinterherbleiben, weil er gesehen hat, dass die andere ultradigitiert ist. Wir sind auch schon ultradigitiert. Ja und? Vielleicht hättest du noch eine bekommen. Ja, noch eine kriege ich nicht. Ich kann ja mal gucken, auf was stehen wir denn derzeit? Wir stehen derzeit Harmonie und Moral gleich. Immer noch. Ja, wieder. Wir haben einen Moral und eine Harmonie gekriegt. Ja. Und Imbruns reden wir nicht drüber. Ich bin halt nicht der inbrünstige Typ. Ich bin der harmonische Typ. Gefallen dir immer genau die Digimon gefallen dir. Die willst du immer haben. Die Bösen, ja, ich mag die bösen Digimon. Ja, deswegen. Du willst immer die inbrünstigen und bist selbst nicht inbrünstig. Ja, das ist das Problem. Aber ich nehme auch andere Digimon. Also ja, so ein. Ja, okay, so ein. Okay, das sagt ja schon alles. Diese Sekunden Wartezeit. Nein, so ein Labramon oder so ein Garurumon mag ich auch. Wobei Garurumon weiß ich nicht, ob das auf Moral oder auf Inbrunst gehen würde. Aber ich mag halt so Geister, Dämonen und Tier-Digimon. Aber bei Tier-Digimon hätte ich wahrscheinlich eine Chance. Außer Insekten-Digimon. Ich mag Insekten nicht. Hier ist so ein Quaggamon, wie wir verprügelt haben, das darf wegbleiben. Blödes Viech. Aha. Ah, jetzt nicht so. So, wir sollten jetzt gut ausgeruht sein.
Jeder ist da, aber es fühlt sich so anders an. Vielleicht sind sie alle nur müde, Takuma. Ja, könnte sein. So viel ist passiert. Das können wir... Ja, das wäre eine Möglichkeit, hier zu schlafen. Wir sind halt nicht zu Hause, wir kennen uns hier nicht aus. Aber wo ist das? Eine Stadt? Ja, stimmt schon. Also zumindest in irgendeinem Laden oder so könnte man sich wahrscheinlich verbarrikadieren. Ich wollte gerade sagen, besser verbarrikadieren als in der Stadt, wo du Zimmer, Häuser, Wohnungen, Gebäude hast, geht nicht. Ja, zurück bei uns in der Schule, in unserer Heimatbasis, ging das halt auch gut. Aber hier geht das halt auch. Und wenn wir nur nach irgendwie dem, weiß ich nicht, wie heißt das Ding? Bürgerhaus oder sowas suchen. Als Rathaus. Rathaus, genau. Mein, da müsste man sich gut drin verbarrikadieren können. Ja, so viel ist passiert. Da können wir uns nicht einfach über Nacht erholen. Sieht so aus, als gäbe es Spannung. Es war hart, aber wir kamen gut miteinander aus, bis wir von der Wasserstraße weg waren. Es könnte zu viel sein, in so einer schlechten Stimmung hier zu bleiben. Soll ich sie etwa zwingen, sich besser zu fühlen? Nein, das bringt nichts. Könnt ihr euch noch auf den Beinen halten? Wir können die Gegend hier nicht ewig erkunden. Zeit, dass wir uns mit dem Professor treffen. Okay, okay. Ich frage mich, ob wir wirklich fit genug sind, um uns zur Basis des Feindes zu begeben. Nein. Hoffentlich lenkt uns die Bewegung wenigstens ab. Also ich muss gestehen, das ist die dümmste Entscheidung, die er gerade trifft. Ja. Oh, der ist immer noch sauer. Ja, und deswegen würde ich sagen, das ist ein guter Punkt für einen Cut. Spannung erhalten. Ihr lasst uns jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Sagt uns, wie ihr denkt, dass die Situation weitergeht. Und wir sind ganz gespannt, ob wir diesen Stress vielleicht beim nächsten Mal lösen können. Also, bis dann. Euer Wolf. Tschüss. Tschüss.